Tim Schneider, ihr habt mit 30 zu 19 in Lübeck gewonnen. Ihr habt zur Halbzeit mit 10 zu 11 zurückgelegen. Was ist in der Pause bei euch passiert? Ja, was in der Pause passiert ist in der Kabine, weiß ich nicht. Ich war hier draußen zum Warmmachen. Aber ich denke, wir standen in der Abwehr besser, haben vorne kontrollierter gespielt, geduldiger gespielt und die Sachen auf den Punkt gespielt, hatten nicht mehr so viele technische Fehler. Und ja, und dann gewinnst du das Spiel dann auch noch. Was wird der Trainer wohl rausarbeiten? Ihr hattet ja in der ersten Halbzeit eine unglaublich hohe Fehlerquote. Da waren verdattelte Bälle dabei, da waren, ich sag mal, vorzeitige Abschlüsse dabei. Sagt man, Mensch, die erste Halbzeit, die war richtig schlecht? Oder sagt man vielleicht lieber, in der zweiten Halbzeit haben wir das gespielt, was wir eigentlich können? Ja, wie gesagt, wie Sie schon sagten, wir haben viele Ballverluste gehabt, viele technische Fehler. Und ich glaube, das ist dann auch ausschlaggebend, dass man ein bisschen überhastet abschließt, ein bisschen zu viel will. Und wir haben den Ball halt auch nicht mehr laufen lassen. Und das lief in der zweiten Halbzeit definitiv besser. Und so konnten wir die Nettelstädter Abwehr auch ein bisschen mehr in Bewegung kriegen und unsere Lücken finden. Womit habt ihr die Nettelstädter Gegenwehr komplett zerstört? Was glaubst du? Durch die Abwehr, glaube ich. Ihr seid jetzt ja richtig oben mit dran, ne? Also ihr seid auswärts nach wie vor ungeschlagen. Ihr seid oben in der Spitzengruppe. Das fühlt sich gut an. Ja, definitiv. Ich kenne die Situation, die Nettelstedt jetzt hat. Letztes Jahr mit Lemgo war es auch ein Würgen bis zum letzten Spieltag fast. Ich wünsche denen noch alles Gute, aber es ist natürlich schön, jetzt da oben zu stehen und viel Glück noch weiter in Nettelstedt. Wie siehst du eure Perspektiven für die nächsten Wochen? Ja, ich weiß gar nicht, wo wir nächste Woche spielen. Ich glaube, zu Hause gegen Lemgo sogar. Schönes Spiel für mich, aber ich denke, wenn wir, dass wir die zweite Halbzeit so angehen, mit viel Geduld spielen, viel Übersicht, auf die Lücken gehen, ich denke, dann können wir auch da was Zählbares holen in den nächsten Spielen. Danke dir. Gabor Langhans mit 11 Toren zu Hause gegen Melsungen verloren. Das ist das eine, 11 Tore, aber vor allem das Wie. Ich habe mich ehrlich gesagt erschrocken über die zweite Halbzeit und ich glaube, viele Zuschauer auch. Wie ging es euch? Ja, natürlich. Also ich denke, in der ersten Halbzeit war das schon relativ ordentlich. Also natürlich kriegen wir da auch viele einfache Gegentore, gehen aber, glaube ich, noch mit einem Tor in die Halbzeit rein. Im Vorsprung sind auch doppelt Überzahl. Und anstatt die dann richtig zu nutzen, kriegen wir, glaube ich, den Ausgleichstreffer. Dann sind wir Unterzahl und dann ziehen wir uns davon und das darf einfach nicht passieren. Warum seid ihr so dermaßen auseinandergefallen? Es passt sich ja gar nichts mehr. Naja, da muss man sich, glaube ich, einfach nur mal die Tabelle angucken, ne? Also ich denke, jeder spürt irgendwie so eine gewisse Unsicherheit. Ja, das ist natürlich schwierig zu beschreiben, gerade nach so einer Niederlage, wie du schon gesagt hast. Aber ich weiß nicht, ich kann es dir nicht sagen. Ist das alles Kopfsache im Moment bei euch? Ich weiß nicht. Natürlich, das ist vieles, das hängt natürlich jetzt vom Kopf ab. Natürlich, es ist natürlich schwer, sich irgendwie dann irgendwie, wenn man einmal, ich denke mal, wenn man jetzt manchmal auch mit 2, 3 Toren irgendwie hinten liegt, dann war das zum Beispiel in letzter Saison so, dann hat man noch an sich mehr geglaubt. Jetzt kriegt jeder ein bisschen mehr Angst und wird nervöser. Dann kommen umso mehr Fehler zustande und dann kommt natürlich auch so ein Ergebnis zustande zum Schluss. Was war für dich die Schlüsselszene? Ihr seid ja, wie du schon gesagt hast, mit 11 zu 10 in die Pause gegangen, mit einer Führung, hattet Doppelüberzahl zu Beginn der zweiten Halbzeit und den Ball und habt es hergegeben. War das vielleicht schon so ein bisschen so ein Signal? Ich weiß nicht. Ich finde, man kann da aber nicht so von Schlüsselszenen sprechen. Natürlich wäre das besser, wenn wir die doppelte Überzahl besser nutzen und dann mit 3, 4 Toren weggehen, damit wir auch mal ein bisschen Sicherheit haben. Aber es wird dann halt umso schwieriger, wenn man wieder hinten liegt und wieder nervöser, wie schon gesagt. Ne? Also Schlüsselszene ist natürlich schwierig zu sagen. Natürlich ist das schlecht oder auch nicht gut von uns gespielt, wenn man doppelte Überzahl meinetwegen mit einem verliert oder so. Das war schon vielleicht mit ausschlaggebend, weiß ich nicht, das muss man vielleicht nochmal analysieren, aber ja. Wie geht's weiter die nächsten Wochen? Aber es kommen natürlich immer an solchen Stellen Durchhalteparolen, klar, logisch, aber was denkst du? Wie geht's weiter? Das ist natürlich auch eine gute Frage. Was soll ich? Weiß ich nicht. Wir probieren uns jede Woche auch der Trainer, dass wir uns wieder auf das neue Spiel fokussieren natürlich. Wir müssen auch ein bisschen mit dem Vergangenen probieren, irgendwie abzuschließen, so schwer es ist. Und irgendwann müssen wir einfach mal anfangen zu punkten. Danke. Tim Sutton, welche Erklärung hast du für die zweite Halbzeit? Ihr habt in der zweiten Halbzeit nur noch 8 Tore gemacht. Da ging im Prinzip gar nichts mehr. Was glaubst du, was ist da passiert? Eine Erklärung habe ich nicht, aber ich würde gar nicht auf die 8 Tore gucken, weil ich denke, die erste Halbzeit war mit 11 Toren, mit 11 geworfenen Toren auch nicht gerade so, dass man sagen kann, der Angriff war einwandfrei gelaufen, aber wir hatten nur 10 kassiert und in der zweiten Halbzeit bekommen wir dann 20 Tore. Ich denke, das ist eher das Problem. Man hat ja den Eindruck, es genügen manchmal einige wenige Szenen und dann gebt ihr ein Spiel aus der Hand. Warum könnt ihr nicht mehr reagieren, wenn man merkt, plötzlich ihr liegt zurück? Ja, das gleiche Gefühl habe ich auch. Das haben, glaube ich, auch die restlichen Spieler, aber wenn wir da eine Erklärung für hätten, dann
dann würden wir es abstellen, dann würden wir versuchen, es anders zu machen. Wenn wir wüssten, wie, aber ich glaube, das stimmt irgendwas in unseren Köpfen nicht. Und wir versuchen jedes Spiel das zu ändern. Und ich muss auch sagen, ich bin jedes Spiel optimistisch vorher, dass das funktioniert. Und ich hatte auch die ganze erste Halbzeit wirklich das Gefühl, dass wir heute gut dabei sind, dass wir gute Chancen haben zu gewinnen. Und dann haben wir es wirklich auch selbst wieder hergegeben. Muss es hinten raus so hoch sein? 11 Tore, das ist heftig. 10 Minuten Verschluss sind schon viele Zuschauer gegangen. Also ich war auch schon unzufrieden, wo ich gesehen habe, dass wir mit 5 Toren hinten liegen. Aber ich denke, dabei hätte es auch wirklich höchstens bleiben sollen. Vor allem, weil wir uns damit wirklich auch selbst bestraft haben mit den 11 Toren. Das haben wir nicht verdient gehabt, vor allem nicht nach so einer ersten Halbzeit. Aber ja, jetzt steht das Ergebnis da und sieht so aus, als hätten wir wieder ein beschissenes Spiel abgeliefert, was aber nicht so war. Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt und wir müssen wirklich mal hinkriegen, ein ganzes Spiel so zu spielen. Also hättest du dir in der Schlussphase auch noch ein bisschen mehr Gegenwehr von deiner Mannschaft gewünscht? Ja, ich hätte mir gewünscht, anders formuliert, dass wir mehr Gegenwehr leisten. Aber was soll's jetzt? Wir müssen wieder aufs nächste Spiel gucken. Danke, das war's.